Ja, ich kann's laden, ich kann's laden, ich kann's laden, ich kann's laden. Oh mein Gott, Digga, ich kann's laden, Digga. Holy moly. So, Freunde, was geht da? John ist am Start mit dem obligatorischen Die Ruhe vor dem Sturm-Video. Immer kurz vor einem Call of Duty Release, immer kurz vor einer Beta. Es ist soweit, ihr seht es im Hintergrund. Ich lade gerade die Call of Duty Black Ops 4 Private Beta runter. Ich sitze jetzt hier circa seit 2-3 Stunden, bin hier nur noch am Diskutieren mit Kollegen. Wir reden die ganze Zeit darüber. Wir sind die ganze Zeit auf Twitter am Aktualisieren, die ganze Zeit auf den ganzen News-Seiten am Start, am Gucken, wann kann man downloaden. Und jetzt seit circa 3-4 Minuten können die PlayStation 4 Digitalvorbesteller, also die Leute, die das Spiel im PlayStation Store sich vorbestellt haben, die können jetzt gerade die Black Ops 4 Private Beta preloaden. Ich habe preloaden gesagt, das heißt, die Server sind zurzeit noch nicht online. Wir können zurzeit, auch wenn wir es schon gedownloadet haben, können wir nicht zocken. Voraussichtlich gehen ja die Server morgen am Freitag um 19 Uhr online. Das kann sich aber immer ändern. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass heute Nacht noch die Server online gehen oder morgen früh die Server online gehen, weil sie halt Server-Einbrüche ja vorbeugen wollen, weil wenn um 19 Uhr dann morgen am Freitag alle Millionen Menschen auf der Welt online gehen, werden die Server total überbelastet. Das sieht man auch bei jedem anderen Spiel, dass da einfach die Server bei solchen Stichpunkten, bei solchen Zahltaktmomenten, dass da die Server einfach komplett crashen. Deshalb würde es mich nicht wundern. Ich hoffe, nicht vor 5 Stunden gehen die Server hier online, weil ihr seht es an meinem Internet, das Ding dauert zum Downloaden. Das dauert extremst. Und ihr seht außerdem, dass das Ding 31 GB schwer ist. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer für eine Beta. 31 GB. Richtig krass. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der ganzen Beta-Angelegenheit. Das haben jetzt sicherlich, denke ich mal, schon einige sich gefragt. Hä? Wo sind meine Codes? Ich habe es bei Amazon vorbestellt, ich habe es bei Saturn vorbestellt, bei MMOGA vorgestellt. Wann kann ich die Scheiße downloaden? Was soll diese Pisse hier, dass jetzt wieder die Digitalvorbesteller bevorzugt werden? Ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten 10, 15 Minuten die ganzen Codes von Call of Duty von Activision an euch per E-Mail versendet werden. Müsst ihr auch mal im Spam gucken, falls sie dort irgendwie landen. Guckt da mal in euer E-Mail-Postfach die nächsten 20, 30 Minuten und da sollten dann die Codes an euch rausgehen. Circa mit 5 Freundescodes. Das war jedes Jahr so, dass man 5 Freundescodes bekommen hat, die ihr dann an Freunde weitergeben könnt. Und die können sich dann mit diesem Code im PSN Store ganz normal die Beta downloaden. Das ist jetzt zurzeit, ja, der Stand der Dinge. Ich bin sehr, sehr nervös. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich bin absolut am Fanboyen. Ich freue mich unglaublich jetzt, vielleicht gleich oder dann morgen um 19 Uhr den ganzen Hasen zu zocken. Bin unfassbar gespannt, wie das Spiel ist. Ich kann es kaum noch erwarten, 10 Spezialisten zu spielen, 6 Maps zu spielen, das ganze Wochenende lang bis Montag 19 Uhr. Richtig, richtig heftig. Noch an alle anderen, die jetzt wahrscheinlich vielleicht keine PlayStation haben oder so. Gönnt euch die ganzen Streams, gönnt euch die ganzen Videos von anderen YouTubern, von mir. Das wird eine heftige Zeit, das wird ein heftiges Wochenende. Ich habe unfassbar Bock. Die ganzen Leute, die Beta zocken, holt euch ordentlich Energy, holt euch ordentlich Pizza, Getränke, ladet die Controller auf bis morgen 19 Uhr und macht euch ready, nehmt euch frei, sagt allen Leuten ab, denn dieses Wochenende wird eskaliert. Ich werde, denke ich mal, auch einige Videos raushauen für euch. An der Stelle mal Hashtag BO4-Hype in die Kommentare. Ich will jetzt hier von jedem einen Hashtag BO4-Hype in die Kommentare sehen. Ich bin wirklich einfach nicht mehr zu halten. Ich denke, das merkt man. Und nochmal ganz kurz an der Stelle gesagt an die Leute, die ab und zu mal ein bisschen skeptisch sind und ein bisschen hinterfragend sind. Nein, das hier ist in keinster Weise von Activision, von Call of Duty irgendwie bezahlt. Ich werde nicht von Call of Duty bezahlt oder sonstiges. Das ist einfach nur meine Fanboy-Art. Das ist meine Call of Duty Fanboy-Art. Und das wird auch das ganze Wochenende so sein. Vor allem, denke ich mal, bei dem Video morgen. Ich hoffe, dass ich das morgen schon hinbekomme, dass ich morgen, wenn die Beta dann um 19 Uhr online geht, dass ich dann direkt ein Video aufnehmen kann zu meinen ersten 2, 3 Runden und dass ich das dann direkt hochladen kann. Und da wird es auch so sein, dass ich extremst Fanboye, extrem rumschreien werde, extrem hibbelig sein werde. Das müsst ihr in Kauf nehmen, wenn ihr darauf keinen Bock habt, wisst ihr Bescheid, einfach nicht angucken. Und was ich auch noch vergessen habe, ich werde euch in diesem Video, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, den einen oder anderen Code einblenden, falls ich das nicht schaffe, also falls ich die Codes selbst nicht zugesendet bekomme. Das sollte auch nochmal ganz kurz gesagt sein, bevor ich euch jetzt hier verabschiede. Die Online-Besteller, also die das im Store vorbestellt haben, die kriegen keine Codes. Die können sich das hier downloaden, aber kriegen keine Codes. Die ganzen Amazon-Vorbesteller, die kriegen Codes. Und ich wollte sagen, ich werde euch hier irgendwie ein paar Codes einblenden oder ich werde euch ein paar in die Kommentare schreiben oder ein paar auf Twitter, auf Instagram, also folgt mir da auch, falls ihr generell keine Updates verpassen wollt, wenn ich
also da würde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn die ganze Scheiße hier online geht. Ja, ich werde ein paar Codes raushauen, sobald ich sie bekomme. Sobald ich sie von Amazon, von Activision geschickt bekomme, haue ich euch ein paar Codes raus. Ich habe auch circa nochmal 10, 15 Codes am Start, also macht euch damit keine Sorgen. Da werde ich euch noch ein bisschen, unter die Arme greifen. Auch falls ihr ein paar Codes über habt, keine Kollegen habt, irgendwie, die das darauf Bock haben, schickt mir die Codes. Ich verlose ja meine Subscriber. Das war's jetzt. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Ciao. Pew. Breach and clear. We got this. Nine bang out. Go. Talk kill. Let's get the... They're pushing. Going see. Strike team. Do a light with control. Defend all zones. Hostiles at the bomb. Strike team inbound. Gunship overhead. We got this. Pre-order now and get access to the private beta.